Rettungsmission Tag 72. Endlich darf ich das mal wieder sagen. Denn ja, ja, Tag 71 war für uns einige Parts lang. Aber ja, wir haben Olimas Tagebuch im vorletzten Part abgeschlossen. Und dann hat sich eine Höhle offenbart, die wir im letzten Part angefangen haben. Wo waren die Höhle nochmal? Orientierung gleich 0 bei mir. Die ist hier und die ist brutal schwer. Aktuell 30% schon abgeschlossen. Es sind 10 Etagen, so ihr seht, mit extrem schweren Aufgaben. 3 von denen haben wir schon abgeschlossen. Heute geht es mit der 4. Ebene weiter, das Dandori-Meer. Sammle alle Schätze im Meer und komme dann zu mir. Und es ist wirklich nicht gerade einfach. Dieses Mal haben wir Fliege-Pigment und Blau-Pigment. Das finde ich sehr, sehr cool, weil dann kann ich auch durchs Wasser und so, weil es ist ja ein Meer. Okay, sehr, sehr gut. Und ich werde bestimmt bei meisten Ebenen, die noch fehlen, mehrere Versuche brauchen. Das heißt, das wird hier auch wieder ein langer Part. Mein Ziel sind jetzt so, ja, eigentlich schon 3 Ebenen. Am besten wären 4 Ebenen und im nächsten Part dann nochmal 3 Ebenen. Also 4., 5., 6., 7. Ebene heute und dann 8., 9., 10. Ebene im nächsten Part. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall, es wird nicht einfach. Kann sogar sein, dass wir nur 2 Ebenen schaffen. Je nachdem, wie viele Versuche ich brauche. Zumal das hier eigentlich auch darauf ausgelegt ist, dass man mehrere Versuche hat mit oder auch macht. Die Proben, die du hier findest, stelle ich mit größter Sorgfalt zusammen. Versuche dich an ihnen, so oft es nötig ist. Ja, er sagt es gerade auch, der Laubweiser. Okay, wir bauen auf jeden Fall erstmal Pigment. Wir bauen erstmal Pigment, da haben wir direkt auch schon mal eine Kiwi, aber wir wollen erstmal hier mit angreifen. Und Otchen hilft natürlich auch mit. Otchen macht den Rest. Genau, dann haben wir nämlich diese Pigmen auch. Und dann könnt ihr schon mal das abtragen. Und hier mal bitte die Mauer einreißen. Otchen, du bitte auch. Otchen, du auch. Danke. 15 Schätze brauchen wir dieses Mal. Krieg ich noch irgendwo ein paar Pigmen her. Da krieg ich Pigmen her. Und da krieg ich Flühe-Pigmen her. Kommt her. Krieg ich da hinten noch Pigmen irgendwo her? Nein, erstmal aktuell nicht. Die Flühe-Pigmen nutzt. Und die blauen Pigmen kümmern sich jetzt hier rum. Da kriege ich mich noch weitere Pigmen. Erstmal schön Pigment vermehren. So gut wie es geht. Otchen kümmert sich da hinten noch drum. Da brauche ich 14 Schätze halt für. Das hier wird jetzt nach und nach aufgemacht. Gut, ich kann jetzt relativ wenig machen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Vielleicht kann ich die da hinten schon andenken. Und dass ihr hier mithilft. Seid ihr so schlau? Nein, sind sie nicht. Leider nicht. Okay, okay. Hier ist eingerissen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann kommt her. Ich brauche da die Pigment. Ich brauche da die Pigment. Otchen, du und natürlich die Pigment auch. Dass das jetzt möglichst schnell eingerissen wird. Ich kann ja auch mithelfen. Ich kann mithelfen. Sehr, sehr schön. Und dann sind die Pigment jetzt hier meins. Sehr nice. Okay. Ins Wasser gehe ich jetzt noch nicht. Ich bleibe erstmal so ein bisschen, denke ich mal, am Land. Und versuche hier erstmal weiterzumachen. Da ist Frosch. Frosch. Otchen, wie viel Schaden machst du da? Ja, nicht genug. Da ja, jetzt einmal Angriff. So, zack, hier nochmal Angriff. Jetzt kriegt ihr den erstmal. Ihr sollt den down machen. Otchen, das kriegst. Oh, dieses eine Pigment hätte beinahe. Wäre beinahe gestorben. Ey, nee, ey. So, hier mal zack. Bitte Angriff. Otchen, du bitte auch. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Hier ist ein Flühe-Pigment. Weitere Flühe-Pigment. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ist ein großer Gegner drin. Ah, natürlich mit den Augen. Natürlich mit den Augen. Ja, komm hier. Komm hier. Ah, ja, nicht mal die Hälfte abgezogen. Das ist ein bisschen problematisch, dass nicht mal die Hälfte jetzt weg ist. So, hier zack, das eine Auge. Das andere Auge jetzt auch noch. Sehr schön, sehr, sehr schön, kommt her. Und jetzt Angriff. Es fehlt ein bisschen was, es fehlt ein bisschen was. Boah, wir haben nur noch 4 Minuten Zeit. Aber wir haben es gleich, wir haben es gleich. Besiegt, besiegt, sehr, sehr schön. Dann können wir nämlich hier jetzt erstmal weitermachen. So, da hinten haben wir Trauben. Trauben, Trauben. Ist da noch eine Mauer? Da ist noch eine Mauer. Okay. Komm, runter hier von Otchen. Ihr reißt das hier ein. Und ich brauche 15 Pigment, ernsthaft. Das wird nichts, das wird noch nichts. Okay, wir gehen erstmal weiter. Wo finde ich denn noch weitere Pigment? Da hinten. Aber wie komme ich denn darüber?
Dann muss ich das da unten verschieben. Da brauche ich blaue Pikmin für. Ah, das ist doch nicht wahr. Aktuell sieht es gar nicht gut für uns aus. Da sind noch Flüge Pikmin. Okay, wir gehen schon mal hier runter. Nein, nein, nicht du, Ocean. Zack, zack, zack. Bam. Dann, der Rest kann ja hier noch kurz mit einreißen. Sehr, sehr schön. Ihr seid hier. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Sternfrucht. Bam. Ich weiß, dass da ein Gegner ist. Okay, Ultra-Motivierspray. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ich weiß, wie gesagt, dass da ein Gegner ist, aber kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ocean, du kriegst mal Auftrag. Sammle Pikmin ein, falls Pikmin irgendwo jetzt irgendwo sind. Da fehlt mir immer noch Flüge-Pikmin. Aber es können eigentlich auch die Wasser-Pikmin mit übernehmen. So, zack. Bam. Sehr, sehr schön. Gut, da hinten sind noch ein paar Pikmin. Ach, da brauche ich blaue Pikmin, um das zu verschieben. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das Ding haben wir noch zum Einsammeln. Brauchen wir 20 Stück für. Das können wir gleich machen. Da unten gibt es noch welche. So, zack. Wo ist denn hier dieses große, was ich einsammeln wollte? Da. Ich denke mal, ich werde es nicht beim ersten Versuch schaffen. Auf keinen Fall. Warte, Ocean, du kannst doch springen, oder nicht? Ja, dann sammelt das hier mit ein. Stimmt. Dann kann ich mit den anderen Pikmin direkt gleich weitermachen. So, runter hier. Kann ich da irgendwie das da unten erreichen? Nein, kann ich nicht. Von wo aus kann ich denn da runterspringen? Kann ich hier so einfach runterspringen? Kann ich. Sehr, sehr schön. Hier 10 Stück. Da brauche ich aber 12. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wie komme ich denn am besten jetzt hier wieder hoch? Da komme ich darüber hoch. Ich brauche immer noch diesen Schatz da hinten. Den großen. Ich lasse das jetzt mal kurz sein. Weil ich brauche jetzt erstmal kurz die blauen Pikmin, um das hier zu verdingsen. Zu verschieben. 10 Stück. Macht hin, macht hin. Hier sind sogar noch Pikmin drinne. Okay, krass. Und hier sind halt auch noch Pikmin. So, zack. Eine Minute jetzt nur noch. Lass mich mal bitte durch. Ich muss durch. Ich muss durch hier. 5 Flug-Pikmin habe ich. Okay, damit kriege ich auf jeden Fall die andere Frucht da. Wie viel fehlen dann noch? So, hier 12. Es fehlen insgesamt aktuell noch 7 Schätze. Ich hoffe mal, da hinten die 6. Ich hoffe, das sind 6. Ich glaube, das sind 6. Und sonst haben wir alles. Wo ist denn hier dieser Laubling? Da ist der Laubling. Das kriegen wir nicht hin. Leider nicht. Die sind viel zu langsam dafür jetzt. Aktuell. Ja, okay. Das kriegen wir leider nicht hin. Aber es war relativ knapp. Ich bin guter Dinge, dass wir es beim nächsten Versuch schaffen. Ich muss eher da hinten hin, wo diese ganzen blauen Pikmin sind. Ich muss da eher hin. Aber eventuell fehlen da noch ein paar Schätze. Machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal von vorn. Das ist halt so. Das sind halt die ultimativen schweren Aufgaben. So, zack. Dann erstmal dich hier angreifen. Das machen wir so jetzt hier mit der Rahmenattacke. Ich glaube, da sind wir auch ganz gut mit bei, wenn wir das so machen. Sehr, sehr schön. Von unten runter. Ihr seid jetzt meins. Dann die Kiwi wegbringen und einreißen. Einreißen, Ocean, du natürlich auch. Und woanders noch Pikmin herholen? Woher konnte ich noch Pikmin herholen? Da hinten sind noch Flugpikmin. So, da hinten war jetzt erstmal weiter nix. So, und ihr hier reißt mir das hier ein. Gut, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Da hinten sind Flugpikmin. Die hole ich mir direkt mal. Ruhig die Zeit nutzen. Und die 3 Kirschen, zack, zack, zack. Wunderbar, in das Ding hier rein und dann komme ich direkt wieder zurück.
Ich weiß jetzt nicht, welchen Weg sie nehmen. Ach, sie fliegen direkt hier lang. Sehr, sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So, derweil gehen wir kurz dahin hin, holen da die blauen Pikmin und dann gehen wir tatsächlich gleich, denke ich mal, so dahin, wo die ganzen vielen blauen Pikmin auf mich warten. Das hier ist ja gleich eingerissen. So, wunderbar, wunderbar. Das hier habt ihr auch mitgenommen. Sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir da hinten hin. Ja, dieser eine große Gegner ist natürlich noch da. Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz alle auf Otschen und holen nochmal kurz ein paar Flug-Pikmin. Dann lasse ich den Gegner erstmal hier kurz links liegen. Flug-Pikmin, zack. Besiegt den, besiegt den, besiegt den. Sehr schön. Und den hier auch schnell so besiegen. Ich glaube, das ist die schnellste Art und Weise, wenn ich nicht verfehlen würde. Wenn ich nicht verfehlen würde. Oh, das war wieder beinahe daneben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar, haben wir dich hier besiegt. Jetzt kommst du dran. Ah, nee, ich gehe hier runter. Ich gehe hier runter. So, zack. So, zack. Ah, wieder nur knapp nicht mal die Hälfte. Vielleicht ist es klüger, erstmal Flugpikmin zu schmeißen. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sowas von sein. So, ich schmeiß erstmal Flugpikmin. Der hat zwar jetzt nochmal ein bisschen Schaden bekommen. Sehr, sehr schön. Komm, besieg den! Der ist nicht besiegt. Der ist echt nicht besiegt. Schade drum. Aber gut. Jetzt besiegen wir den aber. Vielleicht kriegt er jetzt schon so genügend Schaden. Ja, der ist besiegt. Sehr gut. Okay, gut. Wir gehen jetzt sofort hier runter. Und verschieben das hier. Weil dann kommen wir hier an viele Pikmin jetzt direkt ran. Und jetzt heißt es abtransportieren. Alles abtransportieren, was wir kriegen können. So, hier sind auch nochmal 5 Pikmin. Und dann hier, zack. 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 Das ist erstmal sehr, sehr viel. Und das sind tatsächlich 6 solche Sushi-Stücke. Das ist ganz gut. Dann die Flug-Pikmin kümmern sich da um die Weintrauben da hinten. Ach, das muss ich von... Oh. Belastend. Ich muss von der anderen Seite rankommen. Achso, nee, ich hatte Ort schon ausgewählt. Noch belastender. So, zack. Wunderbar. Mit Otschen könnte ich eigentlich auch irgendwie was tragen, nur aktuell sehe ich nichts, was ich mit ihm tragen könnte. Da unten. Hier, dein Job. So, jetzt wird alles hier erstmal weggetragen. Dann fehlt das da unten noch. Und das große hier noch. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin, hoffe ich. Ich hoffe, das ist auch wirklich alles, was da noch fehlt. So, das hier muss ja gleich auch weggetragen werden. Das kann ich hier so schon mal vorbereiten. So, zack. Wunderbar. Otschen ist gerade auch da. Wunderbar. Dann kann Otschen sich um das Ding hier kümmern. Noch 2,5 Minuten. Aber es fehlen trotzdem noch ein paar Schätze. 13 von 15 haben wir aktuell. Otschen holt jetzt einen Schatz. Wo ist denn noch einer? Es fehlt noch ein Schatz. Warte, was ist denn das? Nee, die Blume da hinten nicht. Es muss noch irgendwo was fehlen. Bitte nicht du hier. Nein, du bist hier kein Schatz. Da hinten, die Sternfrucht. Die Sternfrucht. Oh, oh, oh. Aber trotzdem kriegen wir das rechtzeitig hin. Die hatte ich vorhin geholt, aber jetzt nicht. Das machen so auf Flugpikmin. Okay, warum hat das jetzt so auf... Na gut, egal. Hauptsache, jetzt wird weggetragen. Hauptsache, es wird weggetragen. Dann haben wir es jetzt hier beim zweiten Versuch geschafft. Ja, die Parts werden wirklich verdammt lang, aber so ist es halt. So ist es halt. Ich möchte eigentlich schon... Warte, es fehlen... Wir haben jetzt bisher 3 Ebenen gemacht. Es fehlen 7 Ebenen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ein Part mit 3 Ebenen, vielleicht den heutigen Part mit 3 Ebenen und dann 2 andere Parts mit jeweils 2 Ebenen oder irgendwie so. Ich muss ja noch zu denen hingehen. Stimmt ja. Dafür brauche ich auch schon, um da
die Stufe zu steigen. So, da bin ich. Silbermedaille. Ja, ist okay. Hoi, 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 hoi. Doch noch einige Sekunden übrig. Über eine Minute. Also, das war schon cool. Es macht aber auch verdammt viel Spaß, muss ich dazu auch sagen. Macht sehr, sehr viel Spaß. So, den Text kann ich ja überspringen. Fortfahren, genau. Genau, 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 genau. Weißer Schlüssel. Verbessern, ne, ja, gut. Tandori Level 4 sogar jetzt. Erhalte das weiße Juwel. Wie mache ich denn das? Ah, ich brauche Schätze, mal wieder. Flugpigment und Steinpigment habe ich. Okay, Steinpigment kann ich gut zum Angreifen nutzen. Hier ist ja direkt ein Gegner. Kommt erstmal ihr hier mal her. Sehr schön. Der ist weg. Weiße Pigment sind natürlich auch ganz nah. Hier können Pigment halt richtig dolle runtergeworfen werden. Das, da muss ich aufpassen. Dann macht ihr erstmal bitte das hier weg. Da ist aber auch eine Billardkugel direkt und ein paar Fliege Pigment. So, mal kurz hier wieder alle rauf. Sehr schön. Und dann nochmal neu. Und dich hier jetzt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, das machen vielleicht mal die Flugpigmen. Und derweile, der Rest kann hier mal den Nektar nehmen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann hier jetzt. Mal alle mal bitte mithelfen. Da ist eine Kugel dann. Da ist ein Schatz. Da hinten. Okay. Sehr, sehr schön. Ja, natürlich, dass hier ein paar Pigment noch raufgehen. Gerade zum Scheiter. Ich weiß nicht, was der Scheiter macht, aber werden wir ja mal sehen. Na, die Kugel da wegbringen, genau. Du einzelne weg hier, so. Dann 7 Stück da. Wir gehen weiter. Wir gehen mit den restlichen Pigment jetzt erstmal weiter. Und gucken mal, was wir sonst noch machen können. Erstmal auf Otschen rauf. Und hier hin. Genau. Okay, okay. Da meinetwegen 7 Steinpigmen einfach mal dran ziehen lassen. Ach, die können sogar hier die Abkürzung nehmen. Ich muss gucken, ob der Weg frei ist. Ich hoffe, der Weg ist frei. Das wäre ein bisschen belastend, wenn der Weg nicht frei ist. Hier sind Flugpigmen und ich glaube. Also ich habe noch weiß. Ich habe noch weiße Pigmen am Start. Sehr, sehr schön. Gerade die Pigmen, die ich jetzt hier brauche, sind am Start. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ihr kommt wieder mit. Oh, da ist ein riesiger Gegner. Ich habe halt nicht genügend Pigment aktuell, um gegen diesen Gegner zu kämpfen. So, wo geht ihr lang? Geht ihr? Ihr geht hier lang. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, macht mal hier diesen Gegner weg. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier ein paar weitere Pigment. Ihr könnt das mal wegtragen. Na ja, gut, Nektar habe ich nicht genügend Zeit für. Wir gehen jetzt hier mal wieder hoch. Weil hier warten natürlich jetzt einige Pigment auf uns. So, zack. Da. Dann ist unten da, da ist noch eine Billardkugel. Und da unten auch noch. Da bräuchte ich Flugpigment eigentlich für. Da kommen gerade schon Flugpigment an. Das finde ich. Und hier kommen gerade auch Flugpigment an. Sehr, sehr schön. Kommt her. Und dann hier Flugpigment für das hier. Dann kann ich so diesen Gegner, glaube ich, ignorieren. Was verdammt gut ist. Das ist eine weiße Zwiebel. Das ist eine weiße Zwiebel? Was? Nein, der Gegner hat... Gegner gekillt. Nicht gekillt, aber... Der kämpft gerade. So, nochmal her hier. Ich muss kurz warten. Sehr schön. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. So, kommt wieder her. Oh, da sind noch Steinpigmen. Sehr nice. So, macht den da weg. Ja, sehr schön. Noch einmal, noch einmal.
Nein, das war jetzt ein Fail. So, sehr schön. Und bam. Weg mit dir. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, der jetzt hier weg. Und das ist der letzte Schatz, der noch fehlt. Dann können hier noch weitere Pikmin mithelfen. Umso schneller geht's. Das ist der letzte Schatz, der fehlt. Wir kriegen das hier beim ersten Versuch hin. Und da ist tatsächlich eine weiße Zwiebel. Ernsthaft? Kann ich die dann richtig einsammeln und so? Jetzt sehe ich das erst. Sammle die weiße Zwiebel, steht auch unten links. Was habe ich denn gelesen? Er sammelt... Ich glaube, ich habe irgendwas anderes gelesen vorhin. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nicht realisiert, dass da weiße Zwiebel steht. So, da muss ich jetzt einfach erwarten. Die Flüh-Pikmin sind die schnellsten, die hier das machen können. Jetzt ist es nur noch eine Goldmedaille. Da haben wir noch weiße Pikmin, ja moin. Weil die sind eh auf der anderen Seite. Keine Ahnung, was die da machen gerade. Wo ist denn jetzt hier die Billardkugel? Ich weiß gar nicht, wo die inzwischen ist. Ich muss da unbedingt rein. Weil die müssen wir natürlich auch noch sammeln. Ja, sehr schön. Okay, erstmal weiße Zwiebel. Hm. Hier siehst du das hier. Weiße Juwel in all seiner... Achso, weiße Juwel stand am Anfang. Okay. Transportiere es über die gesamte Strecke und es soll deine Belohnung sein. Ja, da machen wir... schnellstmöglichst. Ja, ausgraben. So viel wie es geht. Otschen, du... kriegst den Auftrag, sammle mal bitte die anderen Pikmin mal kurz ein. Wenn möglich. Ja gut, Otschen läuft da jetzt hinterher. Wir haben jetzt eine Minute Zeit, um das einzusammeln. Das ist nur Bronzemedaille. Flüh-Pikmin wäre hier nämlich jetzt deutlich besser, aber ich habe nicht genügend Flüh-Pikmin. Soll ja auch Otschen jetzt mal kurz Flüh-Pikmin mal bitte holen gehen. Weil sonst müssen wir komplett außen rumlaufen. Und das ist natürlich verdammt weit. Oh oh. Das könnte jetzt so richtig knapp werden. Ich laufe Otschen hinterher. Ja gut, jetzt noch zu stoppen macht keinen Sinn. Weil die sind doch schnell genug. Die sind schnell genug. Die kommen rechtzeitig hier an. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ey, dann haben wir das sogar beim ersten Versuch hier geschafft. Eine Ebene machen wir auf jeden Fall noch. Dann gucken wir mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Geschafft. Puh, das beim ersten Versuch. War eine Ebene, die sehr viel Spaß gemacht hat. Durch die Flugpikmin konnte man viel Zeit sparen, was sehr, sehr nötig war. Man hätte jetzt die Zeit noch bessern können, wenn man genügend Flugpikmin jetzt unten gehabt hätte. Für die weiße Zwiebel. Ich glaube, dann wäre es nochmal deutlich schneller gegangen. Aber okay. Eine gute Leistung. Dafür sollst du ein wahres Juwel erhalten. Die weiße Zwiebel. Ich bin überrascht, dass du meine bisherigen Proben bestanden hast. Ein vielversprechendes Talent. Doch es gibt noch weitere Proben. Von nun an solltest du dich in Acht nehmen. Könnte man die weiße Zwiebel jetzt dementsprechend schon viel, viel eher holen? Also, seit wann ist Olimar da? Seitdem wir ihn gerettet haben. Das war ja in... das war ja im hellen Versteck. Und danach konnten wir doch... ich glaube, ab danach war bestimmt das Tagebuch verfügbar für Olimar. Und ich glaube, seitdem hätten wir auch schon die weiße Zwiebel holen können. Krass. Wusste ich nicht. Machen wir mit dem nächsten weiter. Technik-Labyrinth. Tandori Level 4. Erreiche den Laubweisen. Wahrscheinlich wieder Schätze sammeln. Wir haben jetzt rote Pikmin hier. Geöffnete Tore 5. Okay, da kann ich jetzt nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Also, wo kann ich denn jetzt hier überhaupt was machen? Da kann ich was machen. Um das hier zu öffnen. Okay, kurz wissen. Boah, das ist ja jetzt so richtig hier rätselmäßig. Das finde ich jetzt gar nicht schön. Ich guck mal kurz hier hoch, ob ich da irgendwie was anderes machen kann. Ja, ich kann da Pikmin hinschmeißen. Nur 3,5 Minuten dieses Mal? Okay, das ist krass. Ich kann da auf jeden Fall jetzt dort hinten lang. Pikmin, kommt mal bitte wieder her. Danke.
Okay, jetzt haben wir hier einen Bio-Landeplatz. Machen wir ruhig mal. Da oben haben wir einen Golfball. Das müsste ein Golfball, glaube ich, sein. Wunderbar, wunderbar. Haben wir das? Nimmst du da noch einen Golfball? Kümmern wir uns auch drum. Ja, da ist ein bisschen Eis. Warte, warte. Jetzt ist schnell, 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 schnell. Bevor das Ding hier jetzt losgeht. Na toll, na toll. Jetzt aber. Okay, das hier sei fertig. Da oben komme ich aktuell mit Otschen weiter. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir gleich da weitermachen. Haben wir nur diese 10 Pikmin? Sieht bisher so aus. So. Komm jetzt hier. Schnell, 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 schnell. Wunderbar. Da kommen noch weitere Pikmin zum Einsatz. Ich dachte, der kann die Mauer dann einreißen. Aber... Was? Es fehlen auch Kreaturen. Jetzt aber, jetzt hat es. Es sind aber Pikmin gestorben, 4 Stück. Das war ein bisschen risky, aber okay. Ich hab's gleich verstanden, was ich da machen muss. Problem an der Sache war halt einfach. Das Problem war einfach. Achso, okay. Dass es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. So, hier jetzt sind ein paar da. Sehr schön. Und gehen dann da hinten hin. Was ist denn jetzt? Was will ich denn jetzt mal? Geöffnete Tore 5. Das weiße Tor ist nun geöffnet. Okay, kommt her. Welches weiße Tor? Wo war ein weißes Tor jetzt, bitteschön? Oh mein Gott, ey. Da wahrscheinlich. Ja, okay. Ey, auch direkt geschafft. Wir machen noch eine Ebene. Wir machen noch eine Ebene. Weil das jetzt so schnell ging. Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Hat mir auch gefallen. Einfach, am Anfang dachte ich, boah, was soll denn das jetzt werden? Da war ich erstmal überfordert. Aber dann ging das jetzt tatsächlich. Was kriege ich für eine Medaille? Silber, okay. Dann ging das tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Gut. Dann machen wir ruhig noch eine Ebene. Dann machen wir heute 4 Ebenen. Im nächsten Part 3 Ebenen. Rundumschlag, okay. Besiege alle Ach du Heilige. Oh. Und nur eine Minute. Okay. Mit den lila Pikmin. Immer nur eigentlich ein Pikmin schmeißen. Ich glaube, das ist die beste Lösung. 99 Kreaturen sind es. Es ist ein Pikmin leider gestorben. Alle Kreaturen besiegen. Das ist natürlich hart. Aber es ist fast geschafft. Wo ist denn jetzt hier noch was? 96. Hä? Da! Was? Okay. Okay. Platin-Medaille sogar. Das war jetzt krass. Also der Part wird jetzt nicht Überlänge bekommen. Nicht so tolle Überlänge. Also wow. Im nächsten Part geht's dann hier weiter, so ihr sehen. Wow, mit den letzten 3 Ebenen. Das war jetzt überraschend, dass die letzten beiden Ebenen jetzt deutlich schneller gingen. Bin ich froh drüber. Also von daher, beim nächsten Mal geht's hier dann weiter. Bis dahin, euch schon einen schönen Tag und tschüss.